Leute. Oh, mach mal das Licht aus. Wo wart ihr? Steff, hast du 3 Tage lang durchgefeiert oder was? Ja, ich habe auf euch gewartet. Wir waren oben im Büro und dann sind wir nach Hause gegangen. Ah, ich hatte uns auch nach Hause. Hat man eine Aspirin da? Hat man eine Aspirin? Ja, bekommst du. Und die Kamera läuft, Idiot. Was? Ah, nee. Hey. Hallo, Freunde. Ich sag einfach mal frohes Neues. Lass mich erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ich muss auch mal zu Potte kommen. Ich bin ein bisschen derangiert. Ich schmeiß jetzt was ein und ich würde sagen, bis gleich nach dem Countdown. So Leute, auf geht's. Der Steff ist jetzt ausgeschlafen. Ich fühle mich etwas besser. Ist auch wieder einigermaßen aufgeräumt hier. Bevor wir richtig einsteigen zur ersten Sendung 2021, erstmal ein frohes neues Jahr. Die Zeit muss sein. Ich hoffe, es war für euch genauso kurzweilig über den Jahreswechsel wie für mich. Obwohl natürlich, wie gesagt, Alkohol bei mir eigentlich auch nur zur äußerlichen Anwendung. Leute, wir legen los. Auch dazu allererst noch einen kurzen Rückblick auf 2020, das ja für mich alles, oder auch für uns, alles sehr, sehr neu war. Wir haben 2020 circa 10 Monate üben dürfen, um jetzt für 2021 richtig Gas geben zu können. Das heißt, was mich persönlich am meisten gefreut hat, war, dass wir von euch jede Menge Input bekommen haben, nicht zuletzt dann über unsere Kommentarfunktion. Das heißt, ihr habt das sehr, sehr reichhaltig auch ausgenutzt. Ihr habt mich konstruktiv kritisiert, gefühlt zu 99,9%. Das hat mir einen Riesenspaß bereitet, denn es ist mir auch so eine Herzensangelegenheit gewesen, das auch persönlich beantworten zu dürfen. Von daher auch auf diesem Wege nochmal merci, merci, merci. Und das soll auch 2021 nicht nur beibehalten werden, sondern auch ausgebaut werden. Gut, was haben wir für dieses Jahr mit euch vor? Was planen wir? Erstmal liegt ein sehr, sehr großes Projekt an. Da würde ich einfach mal sagen, ich kündige das mal so an. Das ist für uns ein sehr, sehr großes Projekt. Was ihr eventuell vermutet, was wir da auf der Pfanne haben, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Bin mal gespannt, was euch da vorschwebt. Wir warten einfach mal ab, was da auf mich zukommt. Zum Zweiten muss ich natürlich sagen, dass wir viele Projekte, die jetzt im vergangenen Jahr angesagt waren, leider wegen Corona nicht durchgezogen werden konnten, dass wir die einfach mal jetzt auch wirklich bis zum Ende durchplanen, in der Hoffnung, dass sich dieses Corona-Problem jetzt auch im Frühjahr ergibt. Das heißt, wir hatten sehr, sehr viel mehr Termine hier bei uns im Haus geplant mit Leuten von außen, also Interviewtermine vor allen Dingen. Und wir hatten ja auch einige Outdoor-Termine fix eingeplant. Auch die mussten leider wegen Corona abgesagt werden. Also das wird auf jeden Fall nachgeholt und die letzte Sache, die mir nicht schwer im Herzen liegt, sondern genau umgekehrt, das ist also jetzt eine Ankündigung, ihr habt euch jetzt ein bisschen an mein Gesicht gewöhnt und ich verspreche euch, ich bekomme Unterstützung für die kommende Saison, das heißt sowohl der Thomas Gottschalk als auch der Günther Jauch haben sich beide bereit erklärt, mir quasi unterstützend unter die Arme zu greifen, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ansonsten versuchen wir natürlich noch mehr auf euch einzugehen. Deshalb auch da nochmal die Bitte, mir in der Kommentarspalte einiges dazulassen. Aber auch die Community-Funktion ist ja eröffnet worden. Auch da wollen wir so ein bisschen abklopfen, was euch auf dem Herzen liegt. Leute, kurz und knapp, es wird sich für 2021 also wirklich einiges ändern und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das deutlich, deutlich attraktiver wird als das, was wir ohnehin schon für 2020 auf die Beine gestellt haben. Auch da noch einige Worte, vielleicht auch ganz persönliche Worte. Mir hat das in den letzten 10 Monaten so einen Spaß gemacht hier, nicht nur mit dem, was von Feedback an euch kam, sondern auch mit dem Team hier. Ich hoffe, dass das zumindest ein bisschen rüberschwappte, dass ich hoffe, wenn es nur
etwas schöner wird als 2020. In 2021 wird dann ein super Bombenjahr. Das heißt, im ganzen Team freuen wir uns auf die Herausforderung. Und ich hoffe, dass das bei euch ankommt und von euch auch so angenommen wird. Gut, das musste sein. Ansonsten, wie immer, ihr kennt das schon. Einmal, zweimal. Heute gibt's keine Links und Hinweise. Ich sage einfach, Leute, tschüss und adios. Ja, Thomas, ich bin's am Apparat. Ja. Ja. Ach, Thomas. Ja, ich hab's gerade angeteasert, dass ihr das machen wolltet, du und Günni. Also geht nicht. Auch Günther nicht, ne? Ja. Ja, okay, sind wir natürlich ein bisschen enttäuscht. Klar, wäre schon schön gewesen. Umgekehrt, unser Termin, den wir zwei miteinander haben nächste Woche mit der Lederhose und dem Lederhemd von dir. Ah, okay, kommst du. Ja, dann kommst du aus dem Studio. Ja, ist traurig, alles klar. Ja, können wir nichts machen. Okay, grüß die Leute. Tommy, tschö. Hey, Wiener, hast du schon gehört? Nee. Gerade Thomas hat abgesagt. Nee. Ja, Thomas und Günther haben abgesagt. Oha. Was machen wir? Ja, also die Nummer von Markus und der Barbara, die habe ich noch. Ich kann die mal anfragen. Ja, okay, dann machen wir es mit denen. Ja, okay. Ja gut, gucken wir mal. Jo.